Hallo zusammen. Heute darf ich Ihnen unser brandneues Produkt, das Touch Nightlight, vorstellen. Das Touch Nightlight ist die einfache Art, tolle Ambientebeleuchtung in einen Schlafraum zu zaubern. Es lässt sich damit das gesamte Real Smart Home einfach bedienen und obendrein bietet es noch smarte Weckfunktionen. Als nächstes schauen wir uns das Produkt ein bisschen genauer an. Das erste, was ins Auge sticht, ist die LED-Beleuchtung. Wie bei allen anderen Lichtprodukten von Luxon lässt sich diese hundertprozentig dimmen und in sämtliche verschiedenen Farben einstellen. Die Vorderseite ist aus satiniertem Echtglas und erinnert sehr stark an ein anderes Produkt von Luxon, den Luxon Touch Pure. Auch hier haben wir wieder unseren integrierten Tastenstandard, um die Beleuchtung, die Musik und die Beschattung zu bedienen. Ein weiteres Feature ist, dass ich die Weckzeit nun direkt am Gerät einstellen kann. Dies geht ganz einfach über einen längeren Klick auf die untere mittlere Taste. Nun lassen sich die Stunden sowie die Minuten über die vier Ecken einstellen und mit einem kurzen Klick bestätige ich die Weckzeit. Über die LED wird mir signalisiert, dass der Wecker für den nächsten Tag gestellt ist. Die integrierte LED-Beleuchtung eignet sich optimal, um eine Nachtlichtfunktion umzusetzen. Das Touch Nightlight verfügt auch noch über eine zusätzliche Taste. Die obere mittlere Taste kann individuell belegt werden. Wir empfehlen, dass man damit die Alarmanlage scharf schaltet. Selbstverständlich ist unser Touch Nightlight voll in der Luxon App integriert, wo sich Einstellungen wie Displayhelligkeit, Wecktöne oder auch individuelle Weckzeiten einstellen lassen. Nun zeige ich Ihnen, wie sich das Touch Nightlight ganz einfach in der Luxon Config integrieren lässt. Um nun unser Touch Nightlight einzulernen, muss es als erstes in den Einlernmodus versetzt werden. Wie dies im Detail funktioniert, können Sie unserer technischen Dokumentation auf unserer Website entnehmen. Wir starten als erstes die R-Suche. Nachdem das Gerät auf der linken Seite gefunden wurde, klicken wir es an. Es identifiziert sich durch ein optisches Signal sowie ein akustisches Signal und wir lernen es in den Raum Schlafzimmer ein. Nachdem wir unser R-Gerät eingelernt haben, finden wir es in unserem Peripheriebaum. Wir wechseln in den Raum Schlafzimmer und konfigurieren als erstes unseren Tastenstandard T5. Dazu ziehen wir den T5-Eingang auf unsere Lichtsteuerung, auf unsere Musikserverzone sowie unsere Beschattung. Da das Touch Nightlight über eine integrierte LED-Beleuchtung verfügt, nehmen wir den Smart Actor des Touch Nightlights und ziehen es auf unsere Lichtsteuerung. Ein besonderes Feature ist die Anzeige der Außentemperatur. Dazu nehmen wir ganz einfach aus dem Peripheriebaum die Temperatur und verbinden es mit unserer Außentemperatur. Um jetzt die Weckfunktion zu konfigurieren, nehmen wir aus dem Peripheriebaum das Touch Nightlight selbst und ziehen es einfach auf unsere Konfigurationsseite. Und schon ist unsere Weckfunktion konfiguriert. Nun müssen wir nur noch in den Miniserver speichern und das Gerät ist einsatzbereit. Dies war ein kurzer Überblick über unser neues Produkt, das Touch Nightlight. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Website. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Luxon. No gimmicks. Real Smart Homes.